Hallo, herzlich willkommen. Donnerstag, Red Sofa, heute wieder mit mir. Ich bin der Sascha und schön, dass ihr eingeschaltet habt, schön, dass ihr dabei seid. Heute habe ich den Produzenten, Tontechniker und Schlagzeuger Markus Kühn hier auf dem Red Sofa. Ja, der schenkt sich gerade zwei Weizen ein. Ja, gemütlich ist es nicht auch bei uns. Nicht das Erste. Hallo Markus, schön, dass du da bist. Hi, freut mich auch. Ja, super. Ich meine, wir kennen uns natürlich schon lang, aber Produzent, Tontechniker, Schlagzeuger, da gehen wir da später drauf ein, was du alles schon in deinem Leben gemacht hast und was du alles noch machst. Also ganz viele tolle Aktionen. Ich würde sagen, vorbei. Wie bitte? Du hast recht, noch ist nicht vorbei. Ach, natürlich nicht. Wir haben noch ganz viele Sachen zu tun. Wir haben uns ja eigentlich schon fast eine Stunde vorher jetzt schon unterhalten hier auf dem Red Sofa. Eigentlich hätten wir das aufnehmen müssen, weil wir haben schon so viele tolle Gespräche gehabt, aber da gibt es noch ein bisschen was dazu. Ja, Markus, ich habe 5 schnelle Fragen zum Warmwerden immer hier am Red Sofa. Und ich starte einfach mal. Bist du bereit? Ja? Action oder Ruhe? Beides wichtig, aber Action ist mir lieber. Hm, cool. Luxushotel oder Camping, Markus? Das weißt du ja. Natürlich Camping. Natürlich, Camping. Haben wir uns ja schon unterhalten. Du hast dir erst neulich ein Wohnmobil gekauft. Voll geil. Gesund oder lecker? Ich glaube ja, dass beides geht. Meine Frau kocht sehr gut zu Hause und ich glaube, die kocht gesund und lecker. Sonst würde ich wahrscheinlich nicht mehr hier sitzen. Ne? Ja, genau. Eigentlich, man kann ja auch lecker gesund kochen. Ne? Das schließt das eine ja nicht aus. Meer oder Berge? Ja, aktuell lieber Berge. Wir waren früher natürlich ganz oft am Meer, was auch ja, mit Familie und mein Sohn ist mittlerweile 18 geworden. Hallo Milan, vielleicht schaust du dir zu. Und da war man natürlich immer am Meer, das ist natürlich klar, ne? Aber seitdem du jetzt älter geworden ist und dann auch nicht mehr mitfährt, zieht es uns immer mehr in die Berge und mittlerweile auch nicht mehr nur in den Süden, sondern auch, wir wollen eigentlich in den Norden. Deswegen auch das Wohnmobil, Dänemark, Schweden, Norwegen, wenn es denn irgendwann wieder möglich ist. Und wie du schon weißt, aus Gesprächen, die wir schon hatten, gibt es ja leider diese Fähre nicht mehr von Norwegen nach Irland. Ja, die haben sie ja eingestellt. Das wäre natürlich schön gewesen, aber also kann man momentan innen machen, schauen wir mal. Früher mehr Meer und jetzt mehr Berge, sozusagen. So ist es. Eine Frage habe ich noch. Hund oder Katze? Ich hatte beides, aber eindeutig Hund. Ah, okay. Ich bin ein Hundetyp. Ja, wir haben schon ein bisschen was erfahren, liebe Leute, hier auf dem Red Sofa. Markus Kühn für euch, Produzent, Tontechniker und Schlagzeuger. Ja, Markus, da legst du natürlich schon wieder vor, da haben wir natürlich wieder viele Punkte, wo wir drüber sprechen können. Wie kamst du denn zur Musik und mit was hast du denn eigentlich angefangen? Im Endeffekt bei mir tatsächlich klassisch, ich weiß gar nicht mehr, mit 14, 15 auf Kochtöpfe und so diese großen Chips-Eimer, die es von Gio gab. Und meine Eltern wollten mir damals leider kein Schlagzeug kaufen, obwohl es klar war, dass natürlich die Begabung immer beim Schlagzeug liegt oder lag. Aber ja, das war damals natürlich, die wussten jetzt gar nicht, die haben da überhaupt keine Berührungspunkte gehabt und wussten gar nicht, wie man das angeht. Und dann, ja, habe ich gewartet und irgendwann mal den Frank Westphal oder besser gesagt die Westphal-Brüder kennengelernt mit 17 und den Thomas und die haben mich dann mitgenommen in so eine, das war so eine Art Kommune, WG. Okay. Und die hatten in ihrem Haus, das sie in Weihhaus hatten, hatten die einen Proberaum und da stand halt auch ein Schlagzeug. Und dann bin ich da mal hin und habe gespielt, habe noch kein eigenes besessen und mit 18 bin ich dann ausgezogen von zu Hause und das erste war, ich habe mir damals ein Schlagzeug auf Raten gekauft. Geil. In einem Musikhaus, dessen Namen ich hier nicht nennen möchte. Und es ist nicht das Musikhaus, an das jetzt gerade jeder denkt. Aber ja, und es stand dann einfach nur in meiner Bude. Und ich konnte nur Hi-Hat üben. Es war tatsächlich so, dass ich nur Hi-Hat spielen konnte, weil das Schlagzeug war natürlich viel zu laut. Und es war dann zu den Rainbirds damals. Und da gibt es tatsächlich auch noch eine ganz gute Geschichte dazu. Ich habe immer zu den Rainbirds damals, das war halt irgendwie, ja, Blueprint hieß der Song, glaube ich, und die Platte, und fand ich ziemlich geil. Und tatsächlich, die Platte, die ich dann damals mit den Jüngern aufgenommen habe, die hat dann tatsächlich der Michael Beckmann produziert,
der bei den Rainbirds, ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube, da hat er Gitarre gespielt, ich weiß es nicht, Gitarre oder Bass, ich kann es jetzt gar nicht mehr ganz genau sagen. Aber so sieht man sich oft zweimal im Leben halt, ne? Also damit habe ich angefangen und dann ging es relativ schnell. Also dann meine erste Band, die hieß damals Ecstasy, genau. Psychedelischer Jazzrock. Und ja, wir haben das halt so probiert und ja, das ging dann relativ schnell vorwärts und dann kam eins zum anderen. Irgendwann hatte ich einen Zettel in, es war ganz süß, lustige Geschichte noch, einen Zettel in meinem Briefkasten nach meinem ersten Konzert im Kunstverein. Ich weiß nicht, wer den alten Kunstverein noch kennt. Einen Zettel im Briefkasten und da stand dann in relativ gebrochenem Deutsch drauf: Hab dich spielen sehen, komm in meine Band oder irgendwie sowas, ich kann es nicht mehr ganz wiedergeben. Und das war damals dann der Boas, ja, Ayed von Boogeyman. Und dann ging es eigentlich gleich richtig los. Ich habe da ganz viel gelernt. Wir sind dann nach Berlin gefahren und haben einen Bassisten aus Berlin geholt und waren dann echt schon ganz gut unterwegs. Ja, man kann schon sagen, also ich habe das ja auch schon, du hast ja da schon immer viel erzählt von den ganzen Projekten, was du hier in Nürnberg gemacht hast. Du gehörst schon also jetzt für mein Verständnis so zum Urgestein in Nürnberg. Du hast mit deiner Band Jünger praktisch dann mit der Band, wo du dazu gespielt hast, der hat euch dann produziert. Also da ging es dann auch relativ schnell dann auch in Songs, mit eigenen Songs, gleich Erfolg Das ging relativ schnell. Also wir waren damals in der Hornfabrik draußen. Weiß nicht, wer es kennt, wahrscheinlich die wenigsten, aber das war damals eben so ein Proberaumzentrum, übelst riechend mit Bergen von Hörnern und so weiter. Und oben war das Tonstudio vom Schwarzmann. Und wir haben da geprobt, eben auch mit Ecstasy und auch mit Boogeyman. Und gegenüber waren die Illegal State of Mind und eben auch noch andere Bands, Meat Color Socks oder wie sie auch immer hießen. Kennt wahrscheinlich heute keiner mehr, aber Illegal State of Mind war eben eigentlich so die Ursprungsband von den Jüngern. Mit wechselnder Besetzung dann später, aber die waren da eben schon ganz gut dabei, haben da eben schon in der Neumarkt in der Jurahalle gespielt als Supportband, weiß gar nicht von wem. Und ja, da war das dann irgendwie immer so, dass bei denen ist immer der Schlagzeuger explodiert, also es ist Spinal Tap-mäßig. Und die haben einen Schlagzeuger gebraucht und wir waren halt zusammen, ich war da öfter als Roadie auch dabei und ja, war dann noch relativ ruhig und unbedarft, war da halt dabei. Und irgendwann kam dann die Situation, dass der Albi eben damals dann gesagt hat, wir sind glaube ich nachts im Taxi heimgefahren vom Quattro-Set oder irgend sowas. Und dann hat er gesagt, ja scheiße, sie können jetzt gerade wieder nicht, sie müssten eigentlich und so und haben wieder keinen Schlagzeuger. Und dann habe ich noch zu ihm gesagt, damals so, naja, ich kann einmal aushelfen bei euch. Und dann hat er mich einfach mal so angeschaut, relativ abwertend. Und dann hat gesagt, nee, du kannst es nicht. Und das war dann für mich damals so ein bisschen dann so der Startschuss, auch da wirklich dann noch ein bisschen mehr zu machen. Und dann hat es nicht mehr lang gedauert, dann war der Albi und der Ralf. Dann bei von den Jüngern dann eben halt, als dann die Jünger draus wurden, oder kurz vor den Jüngern, das war noch die Illegal State of Mind, standen dann irgendwann mal vor meiner Tür und haben gesagt, ja, sie suchen einen Schlagzeuger, wie es denn wäre. Und Cool. dann habe ich tatsächlich noch ein Konzert auch mit ihnen gespielt und dann ist aber dann aus der Band, wir sind dann quasi konvertiert in deutschsprachige Soundgarden, hieß es immer, ne? Soundgarden auf Deutsch ist natürlich Ja. viel zu hoch gegriffen, Aber aber geil. so lief Also, es. du hast ja relativ spät dann das erste Schlagzeug gehabt. Erst mit 17, 18 Tatsächlich mein hast du ja eigenes gesagt. Schlagzeug mit 18, ja, weil ich mit 18 angefangen Ja. habe. Und dann ging es aber zack, 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 oder War was? relativ schnell, so die Okay. ersten Takte, so diesen klassischen, den konnte ich sowieso schon. Also da gibt es auch eine kleine Geschichte, es war schon, da war ich irgendwie 14 oder so und in meiner Klasse damals war auch ein Schlagzeuger und die hätten eigentlich in der Schule, auf dem Schulfest, eigentlich ein Konzert gehabt und haben keinen Bassisten gehabt. Und da habe ich gesagt, naja, mach ich doch irgendwie halt so Bass halt, weil kann doch jeder ein bisschen bum bum und so, du kennst das ja. Und na, das ging dann natürlich nicht, aber dann habe ich mir irgendwann mal ins Schlagzeug gesetzt und dann war der Peter Günther ist der damals, der hat gesagt, so, ey, du musst unbedingt Schlagzeug spielen, also na, das ist deine Begabung. Irgendwie klingt es so, das klingt irgendwie so noch nach Zeiten, wo Musik irgendwie noch ein wenig anders abgelaufen ist, wo die Leute irgendwie noch ein wenig besser mehr miteinander, wo man sich mehr getroffen hat, wo man mehr irgendwie connected hat, irgendwie klingt das so. Ich weiß es nicht, ob das Was heißt kann man es. connected? Aber du hattest halt nicht die Möglichkeiten wie heute. Ne? Das heißt, von daher musstest du dich ja connecten und musstest ja irgendwie ein Netzwerk aufbauen mit anderen Musikern. Es gab in Nürnberg natürlich, glaube ich, auch noch einfach eine andere Möglichkeit für einen Treffpunkt. Das war damals auch die Magie des Mondes. Da in der Schweppermannstraße war das, glaube ich.
Und da konntest du halt hingehen und es war immer irgendjemand da, den du kanntest. Und es war halt ein Musikertreff. Also generell vielleicht ein Künstlertreff, würde ich jetzt mal sagen, aber überwiegend Musiker. Und es war großartig, ne? Also war Geil. hinten auch noch der Secondhand-Laden, da hat der Albi und der Ralf auch gearbeitet und so. Ne? Also man hat halt immer. Und ich habe damals nichts anderes gemacht als Musik, ne? Also für mich war Geil. das irgendwie klar, irgendwie so. Das haben zweimal alle abgeraten und mach halt was Gescheites und so. Ich habe ja auch mal eine Ausbildung angefangen. Und für mich war aber klar, wenn man hartnäckig genug an was dran bleibt, dann ergeben sich auch Chancen. Wenn man dann muss natürlich müssen mehr Sachen passen, ne? Also Klar. Begabung und dann musst du halt natürlich auch irgendwie dann eben hartnäckig und dranbleiben und auch ein bisschen was an dir machen, was ich meiner Meinung nach noch hätte besser machen können. Aber es war halt damals so. Mehr war halt nicht, mehr haben halt nicht gemacht. Ne? Es ist irgendwie, Spannend, jetzt heute hast du ganz spannend. andere Möglichkeiten. Ne? Also wenn ich das mal bedenke, auch später, wie ich da das Tonstudio angefangen habe, ich meine, da haben alle noch ihre Effektgeräte abgeklebt oder so. Also verstehst du irgendwie, da war Informationen waren nicht so zugänglich, ne, wie Klar. heute. Also heute kannst du alles nachlesen. Gehst du hin und gibst Multiband-Kompression ein und dann kommen da was weiß ich, was für Videos und jeder erklärt es anders. Das war Wahnsinn. damals halt nicht der Fall. Ne? Ich meine, ich weiß es noch, ich habe ja oft ich habe immer in so vielen Coverbands gesungen, aber ich weiß noch, da habe ich, glaube ich, meinen ersten Computer gehabt. Da war ich so stolz, dass ich doppelte ISDN-Leitung hatte und dann konnte man sich über Napster, kennst du Na noch klar. Napster? Da konnte man sich dann einen Song innerhalb von einer Stunde runterladen, aber Texte gab es noch nicht. Das heißt, wir mussten uns alle Songs raushören und manchmal versteht man ja nicht, was sie singen und da kamen dann halt einfach dann schon lustige Texte raus. Aber also ich weiß Ken es Lee auch kam noch, dann halt raus, ne? da Klar. das, ja, also manchmal kann auch, wenn es nicht so viele Möglichkeiten gibt, das auch manchmal die Kreativität oder das Engagement einfach ganz Brauche ich dir anders nicht fördern, sagen. ne? Also Reduktion auf etwas, natürlich, du versuchst Ja. dann das Maximale rauszuholen. Das ist jetzt auch, ich habe ja zwischendrin auch das Handpan-Spielen angefangen, ne? Jetzt Geil. irgendwie so mal vor 2 Jahren, habe ich jetzt zum Geburtstag geschenkt gekriegt. Geil, geil. Und das hat mich schon immer fasziniert, also über viele Jahre. Also über. Und da ist es halt auch so, und du bist da ein bisschen begrenzt mit dieser Handpan und musst dann halt einfach das Maximum rausholen. Und ja, da erzählt man auch nichts Neues. Ne? Das ist einfach, wenn man sich da eher reduziert. Ansonsten Stimmt. sieht man halt den Wald vor lauter Bäumen nicht und ja, verfängt sich dann halt öfter mal, da verläuft sich im Wald halt. Ne? Das stimmt, also manchmal ist weniger ist mehr. Naja, du hast ja als Schlagzeuger angefangen, also da kannst wahrscheinlich noch, du kannst wahrscheinlich Geschichten erzählen, da sitzt man wahrscheinlich morgen noch So da. zwei, drei hätte ich noch, ja. Ne? Zwei, drei habe ich noch. Also wenn der Markus und ich sagen, wir treffen uns mal und so für ein Stündchen, ein wenig reden, dann sitzt man meistens ein paar Stunden zusammen. Also, Ich habe bloß 1 Stunde Zeit. Na fuck, sag den nächsten Termin also ab. immer dasselbe. Ja, Markus, du bist ja dann aber auch Tontechniker und Produzent. Das heißt, du kamst, also Schlagzeug, Bands, dann natürlich auch die ersten Projekte, dann auch natürlich eigene Songs und aufgenommen. Und wie ging das dann, dass du dann in die Tontechnik und zum Produzieren kamst Also eigentlich? grundsätzlich war es so, wir haben damals in den goldenen 90ern gelebt sozusagen. Also das war unsere Hauptzeit. Schön, dass wir es erleben durften. Und da ist natürlich auch noch ein bisschen mehr Geld geflossen. Das heißt, wir haben tatsächlich für einen Newcomer jetzt als die Jünger damals relativ viel Geld bekommen. Und ich habe das investiert. Also es war eigentlich von Anfang an so, wie wir im Proberaum schon in der Hornfabrik damals aufgenommen haben. Da war ich immer derjenige, der dann die Vierspurmaschine, ach, du hast eine Vierspurmaschine, ja, zeig mal. Und Oh dann ja. war die halt schon immer bei mir neben dem Schlagzeug gestanden und dann ging es halt weiter mit der Achtspurmaschine, dann den ADAT gekauft und so weiter und halt immer einfach die Recording-Geschichten dann übernommen. Und klar, durch das, dass dann auch ein bisschen Geld da war und so halt, ist dann, also jetzt nicht, dass wir da reich waren oder so, sondern für uns war es relativ viel und man bekommt so viel auf die Stelle auch nicht mehr, Künstler-Exklusivverträge sowieso nicht mehr. Und dann konnte ich mir halt auch ein bisschen Equipment leisten Okay. und bin damals dann, gab es ein Angebot von der Musikzentrale damals in Fach eben, in diesen Monteith Barracks. Und da konnte ich wirklich so einen Luftschutzbunker mieten mit 7 Räumen und Echt? relativ günstig. Und das haben wir dann ausgebaut zum Tonstudio und das lief dann gut. Oben waren viele Proberäume. Also du hast sozusagen deine Klientel im Haus gehabt und die Geil. mussten ja noch ins Studio gehen. Das heißt, da war es ja Ja, nicht, ne? Also genau, da gab's ja gab noch es keine gar. andere Genau. Möglichkeit. Wenn du ein Demo haben wolltest, musstest du ins Tonstudio gehen. Und dann bist du halt irgendwie 1000 Mark übers Wochenende
losgeworden. Das war bei uns auch immer genauso. Deswegen waren Aufnahmen schon irgendwie immer was so, ne? Also muss ich ins Tonstudio gehen. Ja, ja. Heutzutage ist das ja irgendwie so, warum gehst du denn ins Tonstudio? Komm ja, brauchst doch gar nicht. Da bist du ja auch Experte, kommen wir auch noch gleich dazu, genau. Dass, wie man sich ein eigenes Tonstudio aufbaut. Da bist du ja natürlich der... Oder an seinem eigenen Ast sägt oder so. Der Fachmann. Wenn man das Zeug dann verkauft. Ja, heute übrigens, wir haben natürlich auch wieder Trendscheibe hier in der momentanen Situation und wir haben uns natürlich auch wieder mit Schnelltests getestet, meine Damen und Herren, meine lieben Leute. Also wir schauen schon, dass wir da immer alles regelkonform und top sicher machen hier auf dem Red Sofa. Ja, voll geil, wenn ich mir das vorstelle. Ich meine, ich glaube, ich kenne sogar noch diesen Proberaum da in Fach. Ich war schon lange nicht mehr in solchen Proberäumen, aber es war die Magie, es war schon Magie früher, finde ich. Wenn da hat die Band gespielt, dann hat es da ein Tonstudio gegeben und das war... Also es gab dort ja mehr Tonstudios und es waren auch noch andere Gebäude ja vermietet, also jetzt nicht unbedingt über Musikzentrale, sondern über andere, ich würde jetzt hier mal sagen, irgendwie so Proberaum-Mogule. Ich kann nicht tiefer darauf eingehen, aber grundsätzlich war es natürlich toll, weil du auch da war es wieder so, es war Anlaufstelle, es war immer jemand da. Mhm. Also zum Beispiel der Averell, weiß nicht, wer den Averell als Schlagzeuger kennt, heute glaube ich Doctor Who's Rock'n'Roll Circus oder so, okay. Ist schon ein bisschen ältere Generation, aber trotzdem, der war halt auch immer da, der war halt direkt oben drüber und der Wolfram hat auch geprobt von JBO, also oder... und Desert Sand, wo ich später dann auch Schlagzeug gespielt habe und so, da war halt immer was los, es war immer jemand da. Das heißt, wenn du da rausgegangen bist, hast du ja auch irgendwie den Golfplatz davor gehabt und war halt einfach, war angenehm, weil du immer jemanden getroffen hast. Ne? Immer Action. Mhm. Ja, Jungs und Mädels, falls ihr tolle Fragen oder falls ihr Fragen an den Markus stellen wollt, schreibt einfach über YouTube oder Facebook, dann können wir da auch ein paar Fragen hier mit reinnehmen. Ja, wir sind ja immer interaktiv, also daher schreibt es einfach und dann beantwortet der Markus auch gerne Fragen von euch. Bin ich mal gespannt, was da rauskommt. Also ich bin schon wieder inspiriert oder wir inspirieren uns da oder sowieso immer, wenn ich mich mit dir unterhalte. Du hast es ja dann, oder das war ja eigentlich bei dir sowieso schnell klar, dass es beruflich ist, weil das wurde ja auch relativ schnell auch Beruf wahrscheinlich, oder? Vom Nebenbei dann schnell zum... War da, wie gesagt, da war dann die Klientel ja auch da und durch das, dass ich dann auch die Vorgeschichte hatte mit dem Studio, das ging glaube ich 97 los und das mit den Nüren war ja 94, 95 rum, also 93, 94, 95 und dann eben halt mit Tonstudio und für mich war es immer klar, dass das eigentlich mein Ziel war. Also ich wollte eigentlich immer auch mit anderen Leuten so eine All-in-One-Geschichte anbieten, so eine Komplettpaket, Komplettverpflegung für die Bands, für den Musiker auch. Okay. Und hat dann so immer nicht funktioniert, irgendwie aus welchen Gründen auch immer. Mhm. Und das war aber super damals. Also wie gesagt, die Bands mussten ja eh ins Studio gehen. Das heißt, das war eine andere Baustelle. Also da hat es natürlich ein ganz anderes Potenzial, als es jetzt heute ist, wo man eigentlich ins Studio geht, um halt einen geilen Drum-Sound zu haben oder eventuell noch diese Situation, dass mal die ganze Band in einem Studio zusammen über mehrere Tage dann eben auch zusammen was erlebt. Das ist natürlich auch ein tolles Erlebnis halt, ne? Was vielen heutzutage fehlt, wenn du einfach irgendwie so einzeln recordest und so. Ja. Das ist eine andere Baustelle. Ne? Also diese soziale Geschichte ist da ganz wichtig. Haben sich auch einige Bands aufgelöst danach. Ne? Okay. Also im Studio kommt dann immer so was. Hast du schon immer so gespielt und so? Ja klar und so halt. Ne? Also hat mein Proberaum jetzt gar nicht so gehört. Und ich zitiere da mal den Christoph Beierlein, also der auch die JBO immer produziert, der einfach sagt, ja du warst immer mit den Gradler-Bands irgendwie halt. Du hast immer die Gradler-Bands gemacht sozusagen. Ne? Und das Schöne war aber, dass er danach dann gesagt hat, irgendwie so, ja, aber ich wäre eigentlich auch ganz gerne Gradler gewesen. Ne? Also das ist halt auch, du verstehst? Ja, also es ist natürlich... Klar, ne, und ich hatte jetzt nicht immer die Musiker, ich hatte nicht immer die Profis im Studio sozusagen. Ne? Mhm. Und da war es dann schon öfter auch mal, dass es dann halt hieß irgendwie, du hast den ersten Song irgendwie Vocals aufgenommen, den ersten Take und dann halt einfach mal dann, sorry, kommt mal rein, hört euch das mal an. Und danach gab es halt keinen Sänger mehr in der Band. Ja, knallhart, ne? Abgefahren. Ja, wir haben ja schon gesagt, dass heutzutage hat sich das ja geändert. Heutzutage kann jeder ein Home-Recording-Studio aufbauen, jeder kann Sachen kaufen. Du bist ja beim Musiclear hier in Nürnberg auch für PA und Recording zuständig. Wir sind ja international, das heißt,
Erzählt euch nochmal für alle, die jetzt den Musiklier aus Nürnberg nicht kennen, weil sie aus Hamburg zuschalten oder vielleicht aus Fuerteventura, was es dort alles gibt und was du da eigentlich genau machst. Ja, was gibt's? Grundsätzlich gibt es da alles. Also wir sind im Musikalienhandel ein Vollsortiment, wie man so schön sagt. Das heißt, es gibt alles von Klavieren, Blasinstrumenten, Gitarren natürlich, Bässe, Schlagzeug, Marimbaphon, auch klassische Pauken und so weiter. Es gibt eigentlich alles und ich bin da halt für Recording. Also ursprünglich war es dann so, mal, ja, das Tonstudio habe ich mir mal ein bisschen verhoben mit ein paar Produktionen und habe dann irgendwie so einen Teilzeitjob gesucht damals. Das war, ich weiß gar nicht mehr, 2003 oder 2004. Okay. Und ich bin dann in den Laden gegangen, wo ich auch viel Equipment gekauft habe, halt beim Frankische Rocky damals, und habe gesagt, du Frank, ich suche einen Job. Und dann sagt der Frank irgendwie so, oh, das trifft sich ganz gut, weil der Stefan der Pille irgendwie, der ist dann nach Hamburg und super. Und dann war das auch ganz schnell. Dann kam der Chef irgendwie und hat noch gesagt, ja, ich gewinne bestimmt einen guten Mitarbeiter, aber ich verliere einen guten Kunden. Und hat dann auf dem Bierfilz, ich schwöre. Ja, stimmt, du warst der Kunde logischerweise, ja, beim Musikhaus Clear vorher. Und dann bist du natürlich Mitarbeiter. Ich habe einen super Mitarbeiter, aber verliere einen guten Kunden. Das finde ich super, das muss man merken. Ja, und er hat dann tatsächlich, wir haben das dann so gemacht. Ich habe dann meine Vorstellung irgendwie so, das war dann freiberuflich halt, ne? So halbtags. Und dann habe ich meine Vorstellungen und dann hat er seine Vorstellungen. Das war alles auf dem Bierfilz. Da waren ein paar Zahlen gestanden und dann haben wir uns die Hand gegeben und dann ging es los. Cool. Ja, also Markus, was du schon alles in der Vergangenheit gemacht hast, das inspiriert. Ich meine, wer Fragen hat, wer wirklich Beratung braucht, das kann ich sagen, weil wie oft ich ihn anrufe, und er hat uns natürlich auch bei der DMP School massiv da beraten und unter die Arme gegriffen, wie natürlich das ganze Clear-Team. Ne? Andreas, danke natürlich auch für alles. Und also schaut da bei Markus vorbei. Wenn es um Tontechnik geht, ich habe jetzt auch gerade schon wieder neue Mikrofone bestellt. Bald haben wir so tolle Anclip-Mikrofone hier auf dem Red Sofa. Also ja, wenn man ihn trifft, dann wird man gleich immer inspiriert und gibt immer Geld aus. Dann kann ich euch gleich sagen, aber man hat was Gescheites und man weiß, dass er aus der Praxis kommt und auch weiß, von was er spricht. Also echt super, Markus. Ja, aber das ist ja jetzt, wir müssen ja jetzt nicht nur in die Vergangenheit schauen. Du hast ja, du bist ja aktiv mit deiner Band Earthflight auch. Da habt ihr ja auch was gemacht. Du bist auch weiterhin im Tonstudio aktiv. Ja, erzähl, was läuft denn gerade im Moment? Also Earthflight bist nicht mehr ganz up to date. Oh. Das heißt, ich bin tatsächlich seit letztem Jahr nicht mehr bei Earthflight. Oh, Entschuldigung. Aus unterschiedlichsten Gründen. War eine tolle Zeit und auch genau meine Musik. Und ja, aber Dinge verändern sich eben. Und meine aktuelle Band heißt Onomath. Und wir sind tatsächlich irgendwie jetzt, ja, eigentlich gibt es uns auch schon jetzt fast 2 Jahre, aber man muss einfach sagen, das letzte Jahr war natürlich sehr, sehr zäh, weil man eben kaum was machen konnte. Also wir versuchen natürlich immer durch die Möglichkeiten, die man hat, dass man eben durch das Equipment, das ich eben im Proberaum auch habe, dass man halt Multitrack-Recording machen kann und na, dann mit dem Bassisten dann wieder einen Track aufgenommen, wo dann später halt die Gitarren drauf gespielt werden und so. Wir haben schon versucht, da was zu machen und haben jetzt auch eine tolle Sängerin, die so nah war und irgendwie weiß nicht, warum wir nicht zusammenkommen sind. Okay. Aber das ist jetzt seit 4 Wochen so und wir versuchen also uns da tatsächlich jetzt irgendwie aufzustellen für die Zeit, wenn es wieder losgeht. Ne? Also ja, Markus, wir haben eine Live-Frage. Ja? Wo kann man denn deine Musik hören oder deine Projekte? Ich meine, du hast ganz viel wahrscheinlich, oder? Ja, also das aktuelle Projekt, wir haben zwar ziemlich schon weit fortgeschrittene Recordings, aber es gibt tatsächlich noch gar noch nichts. Ne? Also es sind natürlich, haben wir die Domain irgendwie halt registriert und so, und im Hintergrund wird schon ein paar Sachen organisiert, aber wir stellen uns jetzt eben halt auf für 2022, damit man wenigstens ein bisschen dabei ist, also damit man in den Stand kriegt. Ich kann das nur jedem empfehlen, also bitte jetzt nicht irgendwie von dieser Pandemie sich da irgendwie entmutigen lassen oder so, sondern man muss sich jetzt aufstellen, damit man dann, wenn der Zug wieder losfährt, tatsächlich auch einsteigen darf. Ansonsten fährt er ohne einen los und das ist natürlich doof, ne? Weil dann verliert man noch ein paar Jahre und so, das ist einfach... Ne? Also ich kann es allen nur sagen, das haben wir ja beim letzten Interview, wo ich Moderator war mit Andrea, auch gesagt, ja, nicht verzagen. Ich meine, es ist für uns alle nicht einfach, aber wir können die Zeit nutzen, wir können uns darauf vorbereiten, wenn es wieder losgeht. Man kann recorden, man kann Songs schreiben, man muss ja auch den Spirit hochhalten in der Zeit. Und
Ja, von den alten Sachen jetzt, von irgendwie von den Jüngern oder jetzt, ja, es gibt tatsächlich irgendwie so die Jüngern, das ist ja schon eine Zeit lang her, aber das kann man bei Soundcloud, habe ich ein bisschen was hochgeladen. Aha. Also über, ich weiß gar nicht, wie ich da heiße, Feder Alligator oder sowas. Okay. Oder wenn man die Jünger eingibt, wird man es mit Sicherheit finden. Da sind ein paar Tracks hochgeladen. Oder auch bei Facebook habe ich eine Seite erstellt über die Jünger. Da kann man auch ein paar Tracks anhören von damals. Und ich kann auch trotzdem empfehlen, nach wie vor die Earthflight-Platte, die letzte Platte, die wir da rausgebracht haben, 2018, die habe ich aufgenommen und produziert. Mhm. Und es ist tatsächlich das Beste, was ich bisher gemacht habe. Geil. Also von daher, und da habe ich dann auch Schlagzeug gespielt. Ich habe die vorher auch schon einmal produziert, das Album vorher, da war ich aber noch netter Schlagzeuger. Und das ist tolle Musik, also jetzt muss man sich ein bisschen reinhören, lange Songs, das ist eben halt sehr brockig. Ja. Und wünscht der Band auch alles Gute. Nimmt, glaube ich, gerade mit dem Ralf, mit dem ich auch gut verstehe, und dem Schlagzeuger, der ja auch beim Roland Lehrer ist. Ja, ne? Also Wahnsinn. Genau. Und die Welt ist klein, wir sind alle Musiker. Lauter Musikschulen, nein, Musiklehrer, also das ist ja unglaublich hier. Ja. Es wäre auch irgendwie, ich bin jetzt über 50 halt, ne? Also wenn ich hier kein Netzwerk aufgebaut hätte oder mit den Leuten, es ist halt doch eine Stadt, aber es ist schon auch trotzdem toll. Also ich finde es super, dass der Ralf jetzt da die Platte einspielt und hoffe, dass das auch gut wird. Es gibt natürlich noch ein paar andere Bands, Desert Sun und Circus, und früher habe ich auch mal irgendwie, aber da habe ich jetzt gar nichts eingespielt. Also, aber gib uns ruhig mal die Links, wir stellen später wieder die Links natürlich auch gerne auf Facebook, dass ihr da mal euch ein bisschen über den Markus da ein bisschen informieren könnt. Natürlich auch jederzeit beim Musikli natürlich vorbeischauen, da könnt ihr ihn dann natürlich auch mit allen Fragen, die ihr habt zum Recording und PA und sowas natürlich auch fragen, aber natürlich auch seine persönlichen Links von seinen Bands, also dementsprechend teilen wir das dann später natürlich auch auf allen Kanälen. Du magst aber auch jetzt recordingmäßig magst ja auch weiter, ne? Da bist ja. Ja, es hat sich tatsächlich ein bisschen was ergeben. Also ich habe das die letzten Jahre ja ein bisschen hinten angestellt. Also ich war erst in Fach, habe da 5 Jahre das Tonstudio gemacht, habe dann ein neues Tonstudio aufgebaut in der Platenstraße, also das Tinnitus-Studio. Und da war ich dann 5 Jahre, dann waren wieder 2 Jahre Pause dazwischen, dann bin ich in die gleichen Räumlichkeiten wieder eingezogen mit dem Fabian Metz, der also auch beim Clear eine Ausbildung gemacht hat bei mir in der Abteilung, und hatten dann wieder 5 Jahre einen Mietvertrag, aber der Mietvertrag wurde dann leider nicht verlängert. Und dann habe ich halt irgendwann mal, das Business ist natürlich auch schwierig geworden. Ne? Das heißt, man muss heute auf 1000 Hochzeiten tanzen und alles Mögliche machen, damit du überhaupt irgendwie so davon auch leben kannst. Also ein gutes Beispiel ist jetzt auch das Ghost City Recordings draußen in Georgensgmünd, was echt ein tolles Projekt ist, und der Jan, der macht es auch super. Ja. Und aber eben halt auch, man muss vielseitig sein, man muss halt auch Videos aufnehmen, dort die Räumlichkeiten so gut wie möglich nutzen. Ne? Also das ist irgendwie, du hast ja quasi ein Invest in deine Räumlichkeiten und du musst halt gucken, dass das so gut wie möglich genutzt ist. Und wenn das eben weniger wird, weil die Bands einfach, da kannst du dann die ganze Zeit ins Tonstudio gehen und viel Kohle ausgeben, es kommt ja keine Kohle zurück. Das ist ja immer nur, also früher konntest du wenigstens irgendwie noch sagen, als Beispiel jetzt, wir haben damals eine Band gegründet, weil noch jemand Mietschulden an mich hatte, und dann haben wir gesagt, naja, machen wir halt eine Band und dann spielen wir halt irgendwie, klappern wir halt einfach die paar Läden ab, wo wir genau wissen, wenn wir da spielen, dann kommen da so und so viele Leute, und dann war es das halt. Aber das ist ja heute nicht mehr möglich. Das heißt, du kannst ja kaum noch live irgendwie spielen, dass irgendwie da tatsächlich auch Geld reinkommt. Also jetzt mal als Band mit eigener Musik halt. Ne? Schwierig, also jetzt, nicht so einfach. Und auch diese Nachspielszene ist jetzt da auch trotzdem irgendwie geschwunden halt, also kleiner geworden, gibt kaum noch Schwof irgendwo draußen am Land oder irgendwie sowas, es ist ja alles weggebrochen. Selbst da, ne, ich weiß, ich mein, ja, muss es immer wieder sagen, aber klar, auch die Schwof-Zeiten, die Coverband-Zeiten, das sind bei bekannten Bands, sind da tausende von Leuten jedes Wochenende hingepilgert, ne, wie sie alle hießen oder wie sie alle heißen, ein paar gibt es noch, aber nicht mehr so viel, also das ist auch alles zurückgegangen, also die ganze Live-Geschichte ist da auch natürlich ein wenig schwieriger, dass man da auch Geld verdient. Klar, weil holst einen DJ, der macht auch eine Party und dann heißt es Beach Party und dann läuft es auch cool und alle machen, gib ihm und es ist auch cool. Ne? Also, es war früher auch aufwendiger, so eine Band zu gestalten, ne? So eine Schwurfband, so eine Nachspielband irgendwie halt. Die haben ja Mods aufgefahren mit Anlage und allem drum und dran. Und heute wird das alles einreduziert irgendwie. Und dann gibt es immer irgendeinen
ambitionierten Hobbymusiker oder manchmal eben auch einen Amateur, der, es fällt ja eh keinem auf, ne? Also so denken die immer. Du weißt es selber, Nee, also klar. das ist halt einfach, es wird immer versucht, einfach immer weniger da zu investieren. Und am Schluss, ja, das hat dann, Kommt nichts mehr raus, ne? ja, hat. Ja, bei den Coverbands, wie gesagt, wir hatten Verfolger, wir hatten hydraulische Bühne, wir hatten LED-Lichter, Hydraulische Bühne. ja, wir hatten dann Tanzeinlagen, der Brian, Domenica, falls ihr zuschaut, servus, wir haben dann so Black Eyed Peas gecovert und da haben wir dann wirklich Tanzeinlagen gemacht und dann ist die Bühne hochgefahren, haben wir selber gebaut. Manchmal ist sie auch ein wenig so schräg hochgefahren und dann waren wir halt so auf der schrägen Seite gestanden. Aber was da für Aufwand war, das war, das, also das würde ich auch heutzutage eher anders sehen. Also lieber back to the roots, ne? Mehr auf die Musik, mehr auf die Realness und nicht mehr die Show. Aber das waren da damals schon ganz schöne Produktionen. Also du hast nochmal zurückzukommen zu dem Studio. Möchtest du damit sagen, dass jetzt heute praktisch ein reines Tonstudio, das gibt es gar nicht mehr, weil eigentlich macht man dann auch, muss man fast schon Videos auch noch drehen oder die ganzen Konzepte von so einer, Du von so musst einer. relativ vielseitig sein, also diesbezüglich. Ne? Es ist einfach dieser ganze Multimedia-Bereich. Es reicht einfach nicht nur, jetzt reine Musik zu produzieren. Natürlich gibt es auch andere Beispiele dafür, aber die sind halt einfach nur, es gibt nur ganz wenige davon halt. Ne? Und also jetzt der Christoph ist zum Beispiel so ein Beispiel, der Bayerlein natürlich, der gut davon leben kann und tolle Produktionen macht und auch wirklich einen guten Sound macht. Aber in der Regel, wenn du jetzt heute anfängst, ich will da ja niemanden die Illusionen nehmen, aber bei uns war das halt irgendwie auch im Studio und Ja. ja, kommen halt die Bands und dann lernst du und so und wie das alles funktioniert. Und heute ist es doch so, dass du, der Standort Nürnberg war halt schon immer schwierig. Ne? Also Klar. es ist hier keine Musikindustrie angesiedelt jetzt in dem Sinn. Früher gab es wenigstens Semaphor noch, aber momentan ja, ist das eher schwierig und dann. Ja, weiß nicht. Mein Ja. Sohn möchte jetzt auch ein Tonstudio machen und so. Das ist ja auch cool. Es ist echt Ja. toll. Es ist halt einfach sehr, sehr schwer, dass man tatsächlich seinen Lebensunterhalt damit verdienen kann. Ich meine, ich kenne auch viele, die ja Tonstudio haben, ne? Also ich kenne jetzt auch viele von den Leuten, die ich kenne, die jetzt ein Tonstudio haben, jetzt hier rund um Nürnberg oder was es hier ja in Nürnberg auch gibt. Also die müssen ja, es muss ja auch erstmal das Geld da sein, dass die Bands dann da auch aufnehmen können und Am so. einfachsten ist es Ne? heute, aber das ist halt einfach nicht mein Bereich. Das heißt, am einfachsten ist heute irgendwie, du hast irgendeinen Rapper da und hast halt eine Kabine oder, ne, wie sie alle immer sagen, Vocal Booth und so halt. Und dann nimmst du da halt auf und das läuft in der Szene mit Sicherheit auch ganz gut, wenn sie es dann nicht selber machen. Aber das ist halt nicht meins. Ne? Also meins ist halt tatsächlich irgendwie so eine ganze Rockband. Das ist auch so vom ganzen Aufwand doch relativ anspruchsvoll, dass jeder irgendwie seinen geilen Stereo-Mix hat und so und da halt du jemanden animierst dazu, dass er jetzt eben halt die beste Performance seines Lebens abliefert und eben halt nicht genau das Gegenteil. Das hat auch viel mit Psychologie zu tun und mit gute Stimmung einfach im Studio haben und so halt. Da gehört nicht nur, also da gehört einfach mehr dazu, als jetzt nur zu sagen, ja, mach jetzt ein Studio auf und nimm da irgendwie eine Band auf. Wenn du dann mal in einem Studio warst, wo jemand ist, der es tatsächlich dann mit Leidenschaft und auch weiß, was er tut, und damit will ich jetzt gar nicht sagen, dass ich das bin, sondern da gibt es genügend. Wir waren in genügend tollen Tonstudios und wenn du dann irgendwie einen mega geilen Sound auf dem Kopfhörer hast, dann spielst du natürlich auch dementsprechend. Da kommt dann gleich was ganz anders raus. Also wieder total Inspiration, auch ein bisschen so wie man in Anführungszeichen früher aufgenommen hat, weil ja die ganzen Bands früher dann wirklich, wenn du sagst, dann in so einem Tonstudio waren, sich inspirieren haben lassen, oder auch halt, da hat man auch das Beste rausgeholt. Und das ist halt heutzutage, wenn die Leute alle daheim nacheinander aufnehmen, halt eine ganz andere Geschichte. Ja, da könnte man bestimmt noch 1000 Jahre, 1000 Stunden hier drüber quatschen. Ich würde sagen, also wenn ihr mehr über Recording und sowas erfahren wollt, dann schaut einfach bei Markus vorbei. Wie ist es eigentlich im Moment? Hat der Musiklier eigentlich auf jetzt im Moment? Oder wie schaut's aus? Nee, also jetzt ist wieder Click and Collect. Das heißt, man kann anrufen und wir beraten am Telefon, so gut wir es halt können. Und das sozusagen dann auch dementsprechend verständlich machen, weil du natürlich irgendwie keine Objekte hast, die du dann auch zeigen kannst. Aber das ist Click and Collect und dann kommt man halt vorbei und holt dann die Sachen ab. Oder eben halt unser Online-Shop ist natürlich auch aktiv und da werden auch natürlich Päckchen verschickt. Aber man kann das jetzt nicht vergleichen, wie wenn natürlich irgendwie der Laden offen hat. Ne? Also Klar. dieses Click and Meet, das es jetzt für 6 Tage gab oder so. Ja. Also
Das ist ganz okay. Ne? Das ist natürlich besser, als wenn man keinen Termin ausmachen kann. Aber trotzdem, es ist schon schwierig. Also gerade aktuell in unserer Abteilung ist es Ja. eben, oder in meinen Abteilungen, ich bin für 5 Abteilungen zuständig, da ist es schon schwierig, weil die Sachen eben teilweise ja nicht gebraucht werden. Die Recording-Sachen werden gebraucht, aber da ist eben auch der, ja, da ist das Angebot so riesig an Online-Shops und an Infos, dass eben halt bei uns dann oft halt auch die anrufen, die sich eben halt selber dann eben nicht so zu helfen wissen, und es ist Ja. dann relativ Ah ja, zeitaufwendig, okay. dann eben da zu beraten auch, ne? Und viel geht natürlich da auch über Streaming und so weiter, und ja, Ja, hoffentlich. ist schwierig. Wir hoffen, dass wir so schnell wie möglich wieder aufmachen können. Wird noch ein bisschen dauern, Das hoffen wir alle, aber. ne? Also ich meine, das hoffen wir von der DMP School natürlich auch. Wir hatten auch jetzt 2 Wochen offen. Das war super, alle haben sich gefreut und jetzt natürlich auch wieder zu, alles online. Macht auch Spaß, aber wir wollen natürlich auch wieder das echte Leben sehen. Also hoffentlich macht das echte Leben auch bald wieder auf. Hoffentlich könnt ihr auch bald mal wieder bei Musiklier rein. Das ist immer geil, in so ein Musikhaus zu stöbern, die ganzen Instrumente anzufassen, auch vielleicht mit anderen Musikern zu sprechen oder mit dem Markus oder mit den anderen tollen Kollegen, die da sind. Also ich meine, ist ja nicht nur der Markus. Ich denke an die ganzen Gitarrenabteilungsjungs, die sind auch alle super. Also schaut da auf alle Fälle rein. Ja, Markus, die Zeit verfliegt hier am Red Sofa. Was? Du hast mich schon wieder inspiriert. Ich denke schon wieder so an die alten Recording-Zeiten, wo Bands dann live im Studio stehen und gleichzeitig aufnehmen und sowas. Also, ich hoffe, ihr wurdet auch wieder ein bisschen inspiriert. Ihr wisst ja, wir machen das, um euch auch zu zeigen, macht euer Ding. Glaubt an eure Passion, an eure Leidenschaft, an eure Musik und egal was ihr macht, ja, bleibt einfach dran. Man muss natürlich auch durchhalten können. Ja, schön, dass du da warst, Markus. Aber ich habe zum Schluss noch ein paar kreative Fragen. Ja, also, du gewinnst 1 Million im Lotto. Glückwunsch. Was würdest du ändern und was bleibt gleich? Das ist eine gute Frage. 1 Million ist ja jetzt gar nicht so viel. Das Nee, ist, also, stimmt. damit kann man jetzt wahrscheinlich nicht sagen, ja, theoretisch kann man es wahrscheinlich, man kann sagen, ich möchte nichts machen, aber ich glaube, so viel ändern würde ich nicht. Natürlich die ein oder andere Annehmlichkeit würde schon dazukommen. Also vielleicht würde ich mir dann kein Wohnmobil kaufen, was von 2004 ist, sondern vielleicht ein etwas neueres mit etwas mehr, jetzt nicht Luxus, sondern Freiheit. Also mir geht es nicht um Luxus, sondern um Freiheit. Das heißt, so lang wie möglich irgendwo stehen können, ohne dass du abhängig bist von irgendeinem Campingplatz oder, na, also energieabhängig auch. Das heißt, vielleicht hätte ich dann nicht nur ein Solardach oben, sondern 4 solche Zellen. Also mit Geil. 480 Watt oder so da oben wäre natürlich schon ziemlich cool. Na, also so stelle ich mir das dann eher vor. Klar, solche Geil. Annehmlichkeiten mit der, ja, in dem Fall Familie, mit meiner Frau, eben halt einfach unterwegs sein und noch ein bisschen was sehen, aber eben auch nicht fliegen. Also wir sind schon oft geflogen und irgendwie haben wir da, glaube ich, schon relativ viel Spuren hinterlassen, und das wird man jetzt einfach auch nicht mehr machen. Also ich will es jetzt nicht komplett ausschließen, wir sind da, aber haben es jetzt schon lange nicht mehr gemacht, und möchte eigentlich, wie gesagt, Dänemark, Schweden, Norwegen oder vielleicht Richtig. mal, was ich auch interessant fand, wir waren mal campen in Ungarn, und dann ging es über, kam eine Frau tatsächlich alleine, die sich dann mit ihrem Mann getroffen hat, 2 Kinder, und ist über Litauen und so, ist die dann irgendwie so nach Ungarn hinten. Und das fand ich ziemlich cool, also einfach mal Länder anzuschauen. Normalerweise zieht es uns ja immer in den Süden, wir wollen hin, wo Ja. es warm ist, ja, wenn wir sagen, klar. Aber grundsätzlich, wenn du jetzt einfach Mehr sagen Freiheit. könntest, ja, Mehr Freiheit einfach, mehr ne? Also, dass Freiheit. man Es geht um Freiheit. könnte man einfach noch mehr machen. Ja, wir machen bestimmt einmal eine Show nur über Wohnmobile, wenn es um Freiheit geht. Da bist du auch gut Ja, bin ich auch dabei, dabei. ne? Ich bin ja auch der Wohnmobil Fan. Ja, was war das Wertvollste, das du jemals auf der Straße gefunden hast, Markus? Das ist tatsächlich eine gute Frage, aber ich glaube, es sind wahrscheinlich auf der Straße. Wahrscheinlich ist es Freundschaft. Wahrscheinlich ist es tatsächlich irgendwie jemanden kennengelernt zu haben auf der Straße. Das ist, glaube ich, das, was da, ja. Wow, super Antwort. Hätte ich nicht damit gerechnet. Super geil, vielen Dank. So, und jetzt eine haben wir noch. Was ist immer in deinem Kühlschrank?
Was ist immer in meinem Kühlschrank? Ich muss sagen, eigentlich, wir essen nicht mehr allzu viel Fleisch. Es gibt natürlich noch Fleisch und ich liebe halt leider, was heißt leider, ich liebe Ringsalami und die liegt eigentlich immer im Kühlschrank tatsächlich. Also, Wohnmobile und Ringsalami, darauf steht der Markus. Ja, Markus, es war mir ein Spaß. Wir werden bestimmt noch ein bisschen hier nach der Live-Sendung noch ein bisschen sitzen und weiter quatschen. Schön, dass du da warst. Vielen Dank. Und du kommst natürlich in ein paar Monaten wieder. Dann machen wir dann die Wohnmobil-Folge. Ich bedanke mich natürlich auch wieder bei euch allen, dass ihr heute wieder eingeschalten habt beim Red Sofa. Ja, es geht natürlich weiter. Wir haben jeden Donnerstag um 20 Uhr tolle Gäste. Die nächsten Wochen, ja, da werdet ihr mich mal nicht sehen. Da wird die Stella wieder moderieren. Und ja, in ein paar Wochen komme ich dann auch wieder zurück. Ich würde sagen, keep on rocking, viel Spaß und bis bald. Ciao.